Ein Hallo und herzliches Willkommen zurück zu GeForce Agenten mit Biz, dem, keine Ahnung, gefühlten einzigen Disney-Game aus dem Jahre 2009. Es gibt ja tatsächlich, man mag es kaum glauben, wenn man auf Steam so guckt, da gibt es ganz schön viele Disney-Games, Alter. Ich glaube, ich könnte auch einfach, ja, hier, Rapunzel, neu verföhnt, ne, also, Tangled, ich weiß nicht, wie es im Englischen ausgesprochen wird, also ich könnte auch einfach ein Abenteuer mit fucking Rapunzel starten und das Let's Playen und, ja. So. Egal. brutale Waffeleisen. Immer schön, ne? Hier, ich würde ja sagen, immer schön die Updates durchführen, ne? Sonst wird euer Rechner auch irgendwann so, aber ich glaube, das ist beim Waffeleisen schwierig. Ey, stell mal vor, ey. Oh, ich würde kotzen, wenn das so wäre. Lukas, mein Waffeleisen und mein Wasserkocher brauchen ein Update. Ich weiß nicht, wie das geht. Reicht ja schon, wenn die Handys, Telefone und Computer das machen müssen. Aber wenn auch noch die einfachsten Haushaltsgeräte Updates machen müssten, weil, keine Ahnung, weil die Welt wird ja immer digitaler. Was ich in keiner Art und Weise schlecht reden will. Ich liebe das. Ich bin faul, ich liebe Digitalisierung, ich liebe Technik und ja, das harmoniert halt super. Aber nee, wenn ich mir das so vorstelle, nee. Vor allem am allerschlimmsten wäre so meine 86-jährige Oma. Also Uroma wohlgemerkt, ne? Lukas! Mein Staubsauger will nicht mehr! Braucht der schon wieder ein Update? Das wäre nicht okay. Das wäre nicht okay. Hier zu Hause wird es noch einigermaßen laufen, weil, ja, meine Mom ist zwar jetzt nicht unbedingt damit aufgewachsen, aber weiß ich nicht. Die Ambitionen, ja, die wären vorhanden. So, die Kaffeemaschine hier, die sieht mir irgendwie... Ist das die aus dem Film? Könnte, ne? Fast. Ja. Okay. Es ist übrigens Obst im Haus, ne? Ich wollte es nur erwähnt haben. Ach, guck mal, da oben. Puh, bitte sag mir, dass es im Rest des Anwesens ruhiger zugeht. Entschuldige die. Der Schuppen wimmelt vor lauter Signalen. Piu, Alter. Piu, piu. Auf den Treffpunkt zu. Lester, wie läuft's bei dir? Ich bin im Fahrstuhl und unterwegs zum RDV. RDV, Alter. RDV. Was für ein Ding? Ich hab den Film geguckt und hab trotzdem keine Ahnung. Nice. Ich hatte erst voll Schiss, den Film zu gucken, weil ich mir gedacht habe, nein, da kannst du ja das Spiel nicht mal spielen und ne. Und das ist eins zu eins dasselbe, aber nein. Nein, Leute, wenn ihr, wenn es euch andersrum so geht, dass ihr sagt, ah, oh, ne, ich gucke jetzt bei dir das Let's Play, ne, ich will mich ja nicht spoilern durch den Film und so. Nein, also beide, ja, wie soll ich sagen, beides basiert aufeinander, sowohl das Spiel auf dem Film als, ja, okay, dann basiert ja das Spiel auch auf dem Film und der Film auch auf dem Spiel. Klar, ne? Aber was ich damit sagen will, ist, das geht fit. Also, wir haben wirklich noch nicht viel gesehen vom Spiel. Und wie gesagt, ne, es basiert darauf. Aber es ist schon noch was anderes. Und außerdem, im Film, gibt's auch immer mal... Oh. Ich wollte es gerade sagen, ist man nämlich immer mit mehreren unterwegs. Also im Film, also Leute, der ich störe nur ungern, aber ich habe hier ein Problem. Der Fahrstuhl hat plötzlich angehalten, die Tür klemmt und ich sitze fest. Ihr haut besser ohne mich ab. Ja, hier spielt man ja immer nur Darwin. Suarez, sag mir, wie ich Blaster befreien kann. Laut Scan kannst du den Kontrollraum am Ende deiner Route erreichen. Von dort aus solltest du Blaster befreien können. Blaster, Alter, wie kann man eine Waffe heißen wie eine Waffe?
Blaster. Okay, unser Kerlchen hier heißt wie ein Videospiel, ne? Darwin Project. So. Was ist das hier? Okay. Schieße auf den Temperaturregler, um zwischen heißen und kalten Toren umzuschalten. Okay, dafür kann ich jetzt nicht zurück. Okay. Kontrollpunkt. Piu, Alter. Ich mag diese Abwechslung zwischen Nahkampf und Fernkampf. Das finde ich nice. Okay, hier ist Sackgasse. Saberling. Darwin, ich drücke ja nur ungern auf die Tube, aber es klingt, als würde was ganz Fieses hier rein wollen. Die Leiste am oberen Bildschirmrand zeigt dir an, dass dir nur eine bestimmte Zeitspanne zur Verfügung steht, ja, um dein Gebiet zu erreichen. Das ist nicht gut, zugegebenermaßen. Darwin, diese Tür gibt gleich nach. Ja, ja, ich bin dabei. Darwin ist unterwegs. Okay. Piu, Alter, piu. 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 Die. Okay, war hier noch was? War hier noch was? War hier noch was? Keine Ahnung. Die Zeit nehme ich mir noch eben. So, und jetzt schnell. Darwin, beeil dich! Die Tür hält nicht mehr lange stand. Ich höre dich, aber wie kann ich das Ding aufhalten? Oh. Fahrstuhltür öffne, ist leichter erledigt. Gibt's einen Plan B? Warte, wenn du die Tür für das SWAT-Team aufmachst, zerstören sie den Reißwolf, oder? Toller Plan B, Miss Jane. Could work, ne? I don't think, but... Also ich nicht denken. Ja, das wollte ich sagen. Kann ich eventuell... Okay. Benutzen. Okay. Yo! Reißwolf umgelegt. Ja, richtig gehört, einen Reißwolf. Okay, das mit der Tastatur war jetzt auch eher ein Impuls, ne? Das wusste ich jetzt nicht. Ich habe so intuitiv gehandelt, weil der Timer auch schon fast vorbei war, dass ich einfach nur froh bin, dass es geklappt hat. Munition, Plasmaladung. Ist da noch mehr drin? Okay. Ach, das ist Mooch. Ich will mal diese Fliege umhauen. So, ist denn hier sonst noch was? Okay, was ist hier? Empty. This is empty. Oh, der Papat! Alter, schreck mich doch nicht mehr. Ich werde glaube ich aufs Maul. Ja. Drücke auf die Ruftaste des Fahrstuhls, um Blaster herauszulassen. Ja, ja. Oh. Wow, das war knapp. Danke für die Rettung, Darwin. Schätze, du hast was gut bei mir. Vergiss es. Du würdest dasselbe für mich... Darwin? Mann, ich habe eine Überraschung für dich. Ich grüße dich, Darwin. Speckles? Was? Ich dachte, du wärst... Was ist passiert, alter Freund? Ich habe deinen Fluchtplan überarbeitet, Darwin, und habe es nur mit großer Mühe geschafft, der Müllpresse zu entgehen. Aber dazu ein andermal mehr. Ah, verstehe, Spex. Schön, dich wieder bei uns zu haben. Tja, das war die gute Nachricht. Die schlechte lautet, dass Sabers Haushaltsgeräte irgendwie aktiviert worden sind. Ausnahmslos alle. Und es wimmelt nur so von den... Irgendwelche Vorschläge? Ja, du musst in den Zentralcomputer rein und ihn runterfahren. Die beste Option wäre, durch den Wäscheschacht runter in den Keller, vorbei am Heizknoten. Ich erstelle eine Route, die dich von da an weiterführt. Darwin, hör zu. Ben sagt, er hat etwas, das uns helfen wird. Ich bin gleich bei ihm. Okay, die Sache mit der Müllpresse versteht man jetzt wirklich nur, wenn man den Film geguckt hat. Ist jetzt nicht weiter relevant, aber dann kann man mal ungefähr einschätzen, wann das Spiel spielt. Also, ne, der Zeitpunkt des Spiels stattfindet. Ja.
Und achso, die ging eh automatisch auf. Ja, und dass man das quasi sehen kann, wie ein Sequel vom Film. Weiß ich nicht, ob das so das richtige. Ich glaube, ich laber Scheiße. Ich glaube, ich sollte einfach die Fresse halten oder über was anderes reden. So. Wenn ich da jetzt reingehe, habe ich das Gefühl, dass die Tür hinter mir zugeht. Ich würde lieber in den Fahrstuhl. Das ist natürlich die Frage. Okay, der ist tatsächlich nicht missionsrelevant. Der ist... Du kannst Objekte mit dem Saberlaser scannen, um Informationen zu erlangen. Echt? Waff-initiiertes Saberling-Waffeleisen. Okay. Verwundbar durch die meisten Waffen. Eine Horde dieser geistlosen Küchengeräte kann mit ihren schnappenden Kiefern schnell jede Beute überwältigen. Ey, das zwischen den Wörtern keine... Also nicht wirklich Leerzeichen. Also nicht Leerzeichen. Doch, Leerzeichen. Sind... Ich weiß, toller Lückenfüller. Das finde ich irgendwie anstrengend. Also Vorlesen ist ja schon so nicht meine Stärke, aber das ist echt, also weiß ich nicht. Nee. Das macht's mir nicht gerade einfach. Achso, das geht auch so. So, ist there something in die... Ah, warte. Oh, halt dich fest, bitte. Please. Holding on, cause I'm no one better than you. Please, ich möchte da hoch. Okay, warte. Ich krieg das hin. Er will nicht. Ne, will er nicht. Was sind das für Kühlschränke, dass die bis unter die Decke... Das sind 2x50er Cyber-Sense-Chips. Alter, I want to have them. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, die will ich haben. Ah, warte. Vielleicht ja so. Ach, ich muss die gar nicht mitnehmen für Darwin Project, sondern ich muss die aber nur einsammeln. Ja, nice. Da kann ich zurück. So, da kann ich mir schon mal stolz drauf sein. Okay. Ja, dann speichern wir doch mal. Darwin, ich bin soeben eingetroffen. Wo ist Blaster? Unterwegs, um zu ihnen zu stoßen. Am Automatenverkauf kannst du Umgebungskarten, Munition, Gesundheit, wie auch neue Waffen und Upgrades kaufen. Was? Neue Waffen und Upgrades sind nur am Automatenverkauf erhältlich. Und erst, sobald du eine goldene oder silberne Datendisk gefunden hast. Hab ich das schon? X fortfahren. Warum nicht auf A? Warum muss ich dafür X drücken? Was ist... Okay. Ich bin verwirrt. Benutzen. Oh, das sagt mir was. Waffen und Upgrade. Karte. Ach, du Scheiße. Nicht verfügbar. Okay, ich sehe Mooch, ich sehe... Feuer, ich sehe Elektropeitsche, ich sehe Frost, ich sehe Kugelsaat, ich sehe Donnerblitz, keine Ahnung, ich... Munition. Alle Munition auf Maximum. Plasmawaffe, aha, nicht verfügbar, Alter. Alter, wie umfangreich ist das Spiel? Ich dachte, das wäre so easy peasy, mal eben 10, 20 Folgen. So, ist das Spiel so lang? Ich meine, ich hab's nie durchgespielt, ne? I don't know how long it does. Aber das ist krass. Okay.
Okay. Okay. Aber komisch, dass ich davon noch nichts erwerben kann. Ich meine, ja, ne? Es hieß ja gerade, diese goldene Datendiskette. Habe ich das verpasst? Wahrscheinlich, ne? Also es wird mich... Das würde mich nicht wundern. Oh, halt dich fest. Darwin, Alter. Ja. Okay, ich bin eine Etage höher als vorher. Ja, okay, ich krieg's nur grad nicht geschissen, um ehrlich zu sein. Okay, läuft. Nice. Ist hier sonst noch irgendwas? Mal gucken. Na, wir haben ja alle Zeit der Welt, ne? Oh, oh. Ich versuche damit so ein bisschen Licht zu machen. Falsches Spiel. Okay. Boah, ich bin nicht gut in 3D-Jump'n'Runs. Gut, dass es mehr so ein Action-Ding ist. Okay. Von da bin ich gekommen. Ich glaube, das war gar nicht. Beckles hat einen Pfad zum Zentralcomputer festgelegt, der am Heizknoten vorbeiführt. Ja! Ah, achso, ist nur explodiert. Ja, ich bin etwas schreckhaft heute. Aua, Alter. Junge. Da. Oh, da hinten ist wieder so ein Mixer. Wie viel Schüsse braucht er? Lol. Langsam auf dem Boden ist eine Flüssigkeit. Blaster, bist du hier durchgekommen? Ich weiß nicht. Haha, die streiten sich darüber, wer da hingepisst hat. Nice. Silberne Datendisk. Plasmawaffe Munitionsupgrade. Geil! Okay, vorhin sprachen wir noch von diesen Datendisketten, die aber gar keine Disketten sind, sondern einfach nur CDs oder DVDs, je nachdem, wie man sieht. Alter, Mutsch, ne? Flog gerade die ganze Zeit auf einer Stelle auf dem Monitor. Ich dachte, ich habe einen Fleck drauf. Gesundheit? Gesundheit auffrischen. Was kostet das denn? Preis. 20. Okay, wie viel fehlt mir denn? Ach, das ist nicht der Rede wert. Munition, Plasmawaffe. Die Plasmawaffe kann mehr Munition laden. Finde ich gut. Für 200? Gebonkt. Okay, 40. Geil. Ja, finde ich gut. Muss ich nicht ganz so... sparsam sein. Ich kann etwas verschwenderischer sein. Okay. Was? Ich meine, ich kann einfach drüber fliegen, ne? Was auch immer es ist, eigentlich. Muss ich gar nicht. Oh, wie süß! Immer Fußabdrücke! Oh, da. Entschuldigung, ich bin ein Mann der Tat. Verschlossen. Bleibt es dabei? Oh. Steuerung. Ja, okay. Haben wir einen Lüftungsschacht? Moch. Smoothie. Geil. Geht. Nice! Ich bin Special Agent Silly Darwin. Und wer auch immer diese Anspielung verstanden hat, ich liebe diese Serie. Hey, das ist viel zu hoch, da komme ich niemals rüber. Die Sogwirkung des Ventilators könnte ausreichen. Spring in den Luftstrom, er sollte dich ausreichend hoch hinauftragen, damit du es rüberschaffst. Gut mitgedacht. Nutze den Wirbel des Ventilators, um über die Absperrung zu gelangen. Ja.
Piu, piu, piu. Okay, ich brauch meine... Wie nannte man das Ding? Ich hab's vergessen. Laserketten. Wie nennt man das denn nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Was haben wir hier? Saberling? Okay. Deko. Die Tür ist Deko. Ich komme gerade nicht auf den Begriff. Ich versuch's auch gar nicht. Ihr dürft es mir natürlich trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, aber... Ja. War's das hier schon? Senkrechtschub. Ich lese immer Sekretschub. Muss ich mir Sorgen machen? Ich wollte gerade sagen, warum geht die Tür nicht auf? Okay. Ha. Gut. Ich hoffe, das Ding frisst mich ihn nicht. Schwebe aus dem Wirbel, bevor dir der Ventilator Schaden zufügt. Ja, hab ich vor. Oh. Oh. Nicht rechtzeitig aus dem Staub machen sollen. Oh. Da ist ein Rechner. Der hat bestimmt eine AMD-Grafikkarte. LOL. Aber dafür eine gute Firewall. Aua. Au, Alter, mich hoch. Ist klar, ne? Ach, muss ich ihn... Ja, okay. Wenn ich ihm zu nahe komme, hat der... Dann hat er Norden. Hä? Alter, bist du brüssig, Josh? Ha, Opfer. Habt ihr genug? Okay. Liebling. Okay, wie viel hält er aus? Nur mal so gefragt. Ach, das war's. Nice. 25 Palo. Okay. Oh. Hi. Ich bin gezielter Fernkämpfer. Ich schalte meine Gegner aus der Ferne aus. Na schön, Speckles. Ich habe den Heizknoten direkt im Blick und sollte gut durchkommen. Gute Arbeit, Darwin. Darwin. Whee! Okay, gut. Dann machen wir hier an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.